Die obligatorischen Weiterbildungskurse nach der Autoprüfung sollen in der Schweiz schon bald Vergangenheit sein. Der Anstoss dafür kommt aus dem Kanton Uri. Die junge SVP setzt sich dafür ein, dass es die sogenannten WAP-Kurse bald nicht mehr gibt. Vielleicht habt ihr zwei Ideen, wenn es rausgeht, was ihr dagegen machen. Zwischen 600 und 800 Franken kosten die Schweiz in zwei obligatorischen Weiterbildungstage. Das laut der Vereinigung der Strassenverkehrsämter. Für die junge SVP sind die WAP-Kurse völlig überflüssig und viel zu teuer. Und darum gäbe es nur eins: Zusatzausbildung abschaffen. WAP-Kurse sind für uns reine Schikane von jungen Leuten. Wir kommen immer wieder die Meldung über von der jungen SVP, von vielen Jungen, die Kurse müssen machen, dass ihnen die überhaupt nicht gebraucht haben, dass die überflüssig sind. Ganz anders sieht man das natürlich bei den Verantwortlichen von der WAP Zentralschweiz AG in Roswil. Sie sind davon überzeugt, dass dank der Kurse die Unfallzahlen gesunken sind und die Jungen gern bereit sind, ein paar hundert Franken zu investieren. Wenn wir hier unsere Teilnehmer befragen, nach so einem Kurs, was sie davon halten, dann können wir belegen, dass 80% von den Neulenker, die hier kommen, sagen, das sei eine gute und eine wertvolle Sache. Ein Kompromiss würde die junge SVP aber eingehen, wenn es um das Thema WAP-Kurs geht. Weil eben das Erlangen von der Fahrprüfung schon heute für die Jungen eine sehr grosse finanzielle Belastung ist, sind wir der Meinung, dass die nur noch obligatorisch sein sollten für Leute, die in der Probezeit schwere Widerhandlungen gemacht haben. Das ist für mich ganz ein schlechter Vorschlag. Und zwar hat die junge SVP nicht verstanden, für was das die zwei Phasenkurse sind. Da geht es darum, dass das eine Weiterausbildung ist. Und zwar sollen die Neulenker können spüren und erleben, was hier passiert, wenn sie in den Grenzbereich kommen. Du darfst mit 36 oder 37 kommen. Vielleicht haben ihr zwei eine gute Idee, wie wir das Auto wieder abfahren. Die WAP-Kurs ganz abschaffen ist für den Bund kein Thema. Er hat aber erkannt, dass es bei der Ausbildung von Autofahrern durchaus Luft nach oben gibt. Wir schlagen vor, die ganze Ausbildung zu überarbeiten, die erste Phase vor der praktischen Prüfung, wie die zweite Phase nach der praktischen Prüfung mit den Weiterausbildungskursen. Wenn man das richtig macht, so unsere Überlegung, dann würde ein Weiterausbildungstag länger neu und der dafür innerhalb von einem halben Jahr nach der Prüfung. Die Vernehmlassung für ein neues Ausbildungskonzept soll laut dem Bund noch in diesem Jahr starten.